Also zuerst weiß man, dass diese Kompositionen unerreicht sind, seit sie geschrieben wurden und wohl auch nie übertroffen werden können. Die Vielfalt der Partiten und Sonaten, nicht die Sonaten sind gleich, nicht die Partiten sind gleich, in sich wieder diese großen Unterschiede, dieser Reichtum und die Ausschöpfung eigentlich aller Möglichkeiten, die man als Geiger und Musiker hat, das macht es zu einem singulären Werk. Es ist ein bisschen schwierig zu beantworten. Also natürlich juckt es jeden jungen Geiger, sich da dran zu wagen, auch wenn er vor einem erratischen Block steht mit diesen 6 Werken. Aber irgendwo fängt man an. Man hält es nicht aus, sich daran zu versuchen. So ist es mir ja auch gegangen. Und ich habe relativ früh die Chaconne beispielsweise gespielt. Die habe ich schon zu meinem Probespiel mit 18 Jahren am Staatsorchester gespielt. Und offensichtlich mit Erfolg, nachdem ich die Stelle bekommen habe. Es ist eine Lebensaufgabe und man muss jungen Leuten ganz behutsam helfen mit den richtigen Sätzen, den richtigen Werken. Man kann nicht sagen, so jetzt spielst du die C-Dur-Sonate, das ist vollkommen sinnlos. Man muss mit sogenannten einfacheren Dingen anfangen, genau erklären, worum es geht. E-Dur-Partita beispielsweise eignet sich wohl am ehesten als Einstieg. Und wenn man dann einmal hineingerochen hat, hineinwächst so langsam, lässt einen das nicht mehr los. Und ich bin jetzt nicht mehr ganz jung, aber ich habe immer noch Sachen zu entdecken in diesen Werken. Immer noch. Und das ist schön. Man wird nie fertig. Man bräuchte 2 Leben. Ja, es gibt da natürlich viele Stellen, die man zeigen kann. Ich würde aber sehr gerne eine Stelle zeigen, wo mir eben die Bogensetzung sehr am Herzen liegt, die also von Geigern immer wieder verändert wird und ich weiß nicht warum. Das ist in der Allemande von der D-Moll-Partita gleich in den ersten Takten. Wenn man hier diesen langen Bogen sieht, der ganz außergewöhnlich ist und den Taktstrich überwindet und keinen Akzent setzt, dann ist das für mich eine Pflicht, das zu tun. Wenn mir der Bogen nicht reicht dafür, dann bin ich wahrscheinlich zu langsam. Und eine Allemande ist, wie wir alle wissen, kein langsamer Satz. Also man kann da durchaus Bewegung vertragen. Das sind so Abfolgen, die mit Bachs originaler Bogensetzung viel interessanter klingen, als wenn noch so ein berühmter Geiger was anderes daraus macht. Absolut. Urtext bringt mich am nächsten zur Quelle, zur unverfälschten Quelle. Ich muss nicht erst suchen, überlegen, vielleicht vergleichen dies und dies und dies, dass ich auf den Kern der Sache komme. Wenn ich Urtextausgaben haben kann von allen Werken, ganz egal, ob das jetzt die Solosonaten oder etwas anderes ist, dann kann ich davon ausgehen, dass das eine Ausgabe ist, an der ich nichts verändern muss. Ich kann dann, wenn ich es bei anderen Komponisten unter Umständen sehe, da fehlt offensichtlich an der Parallelstelle ein Bogen oder mehrere Bögen, dann traue ich mich das zu machen, auch bei Bach natürlich, klar. Aber ich habe nicht den Wust von irgendjemand anderen erst wegzubringen und zu schauen, dass ich auf eine gereinigte Ausgabe komme und dann mir meine Gedanken mache, sondern Urtext ist eine Sache, auf die ich nie verzichten möchte. Ja, ich bin in der Hinsicht ein bisschen befangen, aber ich weiß, wie im Haus Hähnle gearbeitet wird, mit der allergrößten Sorgfalt, mit der größten Gewissenhaftigkeit, was die Quellen betrifft. Ein Grundlagenstudium, das wirklich seinesgleichen sucht. Ja, also ein Lehrer sollte nicht zu bestimmend sein. Er sollte anleiten, er sollte die Wege zeigen, aber er sollte nicht interpretationsmäßig zu sehr festlegen und sagen, das musst du so machen, das musst du so machen, sondern hören, was ist der Schüler imstande selbst zu entwickeln, beizutragen. Wenn das eine schöne Sache ist, eine schöne Anlage zeigt, dann würde ich das lassen. Ob das jetzt dann ein bisschen mehr Piano oder weniger ist, als ich das mache,
Das würde mich nicht stören. Man muss dann weiterhelfen. Man muss sehen, dass das in richtige Bahnen kommt. Das Schlimmste ist eigentlich eine Kopie. Eine Kopie eines anderen. Zu sagen, ja, ich höre mir jetzt da 10 Aufnahmen an, suche mir von dem, dem, dem. Das merkt man auch sofort, weil nichts zusammenpasst. Und am Ende ist es ein Plagiat und nichts, was irgendwo selbst entwickelt wurde. Vor allem ist der Schüler, aber wenn er dann ohne Lehrer ist, völlig hilflos. Dann hat er nicht gelernt, wie er solche Sachen selber arbeiten muss. Und arbeiten muss er sie ein ganzes Leben lang.